Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und starten wir mit Gladiator 3. Richtig gehört, Gladiator 3. Denn 20 Jahre hat es gedauert, seit Ridley Scott seinen fünffach Oscar-nominierten Gladiator gemacht hat mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Erwartet uns ja nun jetzt recht bald Gladiator 2 in den Kinos, aber nun sprach er auch darüber, dass er eigentlich schon Pläne für einen dritten Teil hat und der inzwischen 86-Jährige ist ja immer sehr umtriebig, was seine Arbeit angeht, sodass er in manchen Jahren sogar zwei Filme veröffentlicht und er hat schon eine Vision für Gladiator 3 und möchte sich bei den Grundthemen von 1974er Der Pate dabei bedienen. Was das also genau bedeutet, werden wir dann in den nächsten Jahren sehen. Aber anscheinend bekommen wir auch irgendwann demnächst Gladiator 3, nachdem wir Gladiator 2 bekommen haben. Die Sims findet ein filmisches Zuhause. Über 200 Millionen Spieleeinheiten sind über die Ladentheke gegangen, aber sicherlich auch in den letzten Jahren viel in DLC-Form. Und seit im Jahr 2000 Sims gestartet ist, ist das ein regelrechter Erfolgszug und eine absolute Cash-Cow für EA, also Electronic Arts. Und ich habe selbst eine Partnerin, die Sims über alles liebt und ich glaube, jedes Add-on besitzt und sicherlich auch noch die ein oder anderen Accessoire-Packs und was auch immer so noch dazugehört, wurde ja im März bekannt, dass aus Die Sims auch eine Verfilmung gemacht werden soll. Gerade Spieleverfilmungen haben in den letzten Jahren wieder einen richtigen Hype und dabei ist die Qualität auch oft, klammern wir jetzt mal Borderlands zuletzt aus, auch richtig gut. Und da war es vor allem Margot Robbie, die mit ihrer Firma Lucky Chap gesagt hat, okay, Die Sims, da will ich eine Spieleverfilmung draus machen und nach ihrem großen Erfolg mit Barbie kann man sie auch durchaus zutrauen. Und nun hat der Film auch ein filmisches Zuhause bekommen, nämlich bei MGM und damit bei Amazon, die ja MGM vor einigen Jahren akquiriert haben, bedeutet also der Die Sims-Film mit all seinen Möglichkeiten einer Lebenssimulation, Häuser einzurichten, Karriere anzustreben, Menschen auf würdelose Art und Weise in Pools ertrinken zu lassen oder sich vom Tod besuchen zu lassen, was da alles möglich ist, bekommt also hier dann sein Zuhause. Mit der Frage aber, wird das dann ein Film, der direkt auf Amazon Prime Video landet oder kommt der ins Kino bei Saltburn, weil das ja die gleiche Konstellation als Produktionsfirma, die letztendlich dann aber dann trotzdem keine Kinoauswertung bekommen hat. Andererseits ist die Sims eine so große Brand, also eine so große Marke, dass es schwer vorstellbar ist, dass das nur ein etwas kleinerer Film wird. Und ich würde mal darauf tippen, dass wir den dann auch zunächst erst einmal im Kino zu Gesicht bekommen. Charlie Hunnam wird der Hauptdarsteller in der dritten Staffel von Monster. Als 2022 die erste Staffel von Monster rund um Jeffrey Dahmer auf Netflix startete, war die Serie ein absoluter Erfolg, sorgte aber auch für jede Menge Diskussionen. Warum? Das erwähne ich in meiner aktuellen Review zur zweiten Staffel von Monster, die sich mit den Brüdern Lyle und Eric Menendez auseinandersetzt. Und da könnt ihr dann noch mal ein paar Worte mehr dazu hören. Die ist nämlich vorgestern auf Netflix gestartet. Hat man natürlich diesen zugrunde liegenden Erfolg genutzt, um quasi eine Art Anthology-Reihe zu machen. Das bedeutet, dass jede einzelne Miniserie-Staffel für sich abgeschlossen ist und sich immer mit neuen Hauptcharakteren bzw. wahren Verbrechen auseinandersetzt. Und während das in der ersten Staffel eben Jeffrey Dahmer der Serienmörder war, sind es in der zweiten Staffel die Menendez-Brüder, die ihre Eltern ermordeten und das auf brutalste Art und Weise mit Schrotflinten. Und die Frage, was genau passiert ist, vor allem im Vorfeld, wird es in der dritten Staffel dann Ed Gein sein. Ein Mann, der dafür bekannt war, Leichenteile von Friedhöfen zu stehlen, um sich daraus Gegenstände herzustellen oder auch aus Gesichtern und Haut Anzüge bzw. Masken herzustellen. Er soll auch, oder bzw. nachgewiesenermaßen ist er verantwortlich für mindestens zwei Morden an Frauen, soll eine extrem enge Bindung zu seiner Mutter gehabt haben und das alles spielte sich in den 50er Jahren ab. Er selbst ist dann 1984 in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt verstorben und er soll die Hauptfigur werden in der dritten Staffel von Monster. Und Hauptdarsteller ist, wie eingehend erwähnt, nun Charlie Hunnam, den viele sicherlich aus Sons of Anarchy unter anderem kennen, der zuletzt aber im Serienmetier wieder mehrfach unterwegs war. Und die Figur des Ed Gein hat unter anderem Norman Bates, also Alfred Hitchcock, zu seiner Hauptfigur in Psycho inspiriert und darüber hinaus immer wieder auch einmal als Grundlage Anklang gefunden für verschiedenste Filmfiguren in der Filmgeschichte. James K.
Camerons nächster großer Film, der nicht auf Pandora spielt, richtig gehört. Denn dazu gab es in der vergangenen Woche durchaus interessante Nachrichten. Wenn man mal zurückschaut, als er Ende der 90er Jahre Titanic machte, war das nicht nur seinerzeit der erfolgreichste Film und ohnehin der drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht, mit Titanic, Avatar und Avatar 2, sondern seitdem im Grunde Dokumentationen und dann nur Filme, die auf Pandora spielten. Und wenn er Avatar 5 gemacht haben wird, nach aktuellem Plan soll der ja 2031 in die Kinos kommen, ist James Cameron 77 Jahre alt, sodass viele schon unken, dass er nie wieder andere Filme machen wird, die nicht auf Pandora spielen. Zwar hatte er zwischendurch mal Ideen, wie beispielsweise bei Alita Battle Angel, gab dann aber die Regie an Robert Rodriguez damals unter anderem ab, sodass im Grunde die ganze Welt der Navi und Pandora sein filmisches Schaffen dominiert. Nun aber sagte er selbst, es gibt da ein Projekt, und das hatte er vor 15 Jahren schon mal angedacht, aber damals nicht umgesetzt, das will er gerne machen. Ob das im Anschluss passiert, weil er ist dann eben 77 Jahre alt, im Jahr 2031, oder zwischen vielleicht Avatar 4 und 5, weil da ja 4 Jahre dazwischen liegen sollen, das weiß man noch nicht. Aber dabei handelt es sich um The Last Train from Hiroshima. Und er hat sich auch die Buchrechte an Ghosts of Hiroshima gesichert, erzählt nämlich die Geschichte des Japaners Tsutomu Yamaguchi, ein Mann, der den Atombombenabwurf der Amerikaner auf Hiroshima im Zweiten Weltkrieg überlebte, sich dann in einen Zug setzte nach Nagasaki, nur um dort diesen zweiten nuklearen Angriff zu und auch zu überleben. Und es ist seine Geschichte, die in The Last Train from Hiroshima im Fokus steht. Und natürlich geht es dabei auch um viele Schicksale ringsherum. Und James Cameron selbst traf diesen Mann in seinen letzten Tagen vor seinem Tod in einem Krankenhaus und bekam die Erlaubnis, sein Leben zu verfilmen bzw. die Erlebnisse darzustellen. Und er sagt, das ist im Grunde eine Aufgabe, der er nicht den Rücken zukehren möchte. Bedeutet also The Last Train from Hiroshima, und ich finde, diese Geschichte klingt wahnsinnig interessant, wird ein großes Projekt von James Cameron, stellt sich die Frage, wann er sich daran machen wird, dieses umzusetzen. Leute, Ice Age 6 scheint zu kommen. Richtig gehört, dabei war das Franchise doch eigentlich schon abgeschrieben, vor allem weil das zugrunde liegende Studio Blue Sky geschlossen wurde im Zuge der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney, weil man im Grunde neben Disney Animation und Pixar nicht noch mehr Animationsschmieden brauchte. Aber jetzt kommt anscheinend Ice Age 6 heraus. Ich meine, in Deutschland war die Reihe wahnsinnig erfolgreich. Allein Teil 2 und Teil 3 hatten jeweils ca. 8,7 Millionen Kinogänger in Deutschland, und nur Findet Nemo als reiner Animationsfilm war jemals erfolgreicher. Das gesamte Franchise lockte rund 35 Millionen Menschen in die Kinos, und das ist natürlich ein knaller Erfolg. Gerade die Synchro rund um Otto als das Faultier Sid ist natürlich absolut beliebt, und dementsprechend kann man sich schon fragen, warum geht das Ganze eigentlich nicht weiter, auch wenn die Zuschauerzahlen am Ende durchaus nachgelassen haben. Und nun war es vor allem John Leguizamo, der im Original den Säbelzahntiger Diego spricht, der in einer Quizshow verriet, dass sie Ice Age 6 demnächst machen werden. Und dazu gab es von Disney bisher gar keine Info, auch nicht bei den internen Präsentationen, gegenüber Investoren zumindest bei den Sachen, die nach außen dann getragen worden sind. Und es gibt auch keine offizielle Bestätigung, aber anscheinend plant man intern ein Ice Age 6 zu machen, und warten wir mal, ob das offiziell noch bestätigt wird. Und dann gibt es ein Wiedersehen mit Faultier Sid, mit Mammut Money, mit dem Säbelzahntiger Diego und natürlich dem eichelsuchenden Hörnchen Scrat. Ich mochte die Reihe und naja, mal schauen. Ice Age 6 schlägt natürlich dann auch in die Kerbe ständige Fortsetzungen. 28 Years Later wurde komplett auf einem iPhone 15 gedreht, wie diese Woche bekannt wurde. Und als Danny Boyle 28 Days Later inszenierte, war das ein absolut starker Genrevertreter. Und mit 28 Weeks Later kam dann auch eine Fortsetzung einige Jahre später, die beim großen Teil des Publikums durchaus Anklang gefunden hat. Aber inzwischen sind 17 Jahre vergangen und 18 Jahre, wenn uns dann die nächste Fortsetzung im Juni 2025 in den Kinos erwartet. Wieder inszeniert von Danny Boyle, vor allem auch wieder das Drehbuch geschrieben von Alex Garland. Eigentlich eine unschlagbare Kombination. Und 28 Years Later soll dann der Auftakt werden einer neuen oder eigenen Trilogie, bei der dann Nia DaCosta den zweiten Teil inszeniert. Und das Ganze wurde jetzt nun, wie bekannt wurde, auf einem iPhone 15 gedreht. Klar, darf man jetzt nicht denken, dass der Kamera mit dem iPhone dasteht und dann irgendwann sagt, Leute, Akkus alle. Nee, so läuft es natürlich nicht. Da ist so viel an Rig ringsherum gebaut, dass man im Grunde
den Grafikchip nur noch benutzen. Alles ringsherum, was da an Bildstabilisatoren und Kamerafahrten und so geht, kannst du natürlich auch mit einem iPhone machen. Damit ist er nicht der erste Film, der das macht. Unter anderem Steven Soderbergh hat damit Insania auch etwas Ähnliches getan. Aber bei einem Budget von 75 Millionen Dollar ist es der teuerste Film, der komplett auf einem iPhone gedreht wurde. Wie das dann aussieht rund um Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes und Jack O'Connell, können wir dann, wie gesagt, ab dem 19. Juni 2025 in den Kinos sehen. Und ich muss sagen, dystopische Endzeitfilme und Zombie-Katastrophen, ich habe Bock drauf, ein Danny Boyle-Film lohnt sich immer. Ob diese iPhone-Nummer jetzt dabei viel macht, ich bin gespannt, sagen wir mal. Und hier noch einige Kurzfilm-News im Überblick. Fans von Emily in Paris können sich freuen, denn wie Netflix jetzt offiziell verlautbaren ließ und das mit Lily Collins in einem Social-Media-Post, in dem man sie eine Tasse in der Hand haben sieht, in der Emily in Paris draufsteht und wenn sie anhebt, darunter eine 5 zu sehen. Es geht es also weiter. Es wird eine 5. Staffel von Emily in Paris geben. Nur, wie man im Hintergrund erkennt, spielt die in Italien und dann wird also aus Emily in Paris eher Emily in Rome. Die 2. Staffel der gefeierten Netflix-Serie Arcane erwartet uns in 3 Schüben. Die Starttermine wurden bekannt gegeben. Akt 1 läuft auf Netflix ab dem 9. November, Akt 2 eine Woche später ab dem 16. November und wieder eine Woche später ab dem 23. November dann Akt 3 von Staffel 2 von Arcane. Und auch Jennifer Lopez wird fleißig weiter bei Netflix zu sehen sein, nachdem zuletzt Atlas und Mother anscheinend respektable, schrägstrich gute Abrufzahlen generieren konnten, hat sich Netflix beim Bieterkrieg rund um ihre kommende Rom-Com Office Romance durchgesetzt. Und damit bleibt Jennifer Lopez bei Netflix. Und damit war irgendwie die ganze Kurzfilm-News-Sektion im Grunde eine eigene Netflix-Sektion dieses Mal. Und dann bin ich am Ende dieser Folge Film-News. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.